Guten Morgen, Freunde. Ich habe gestern gar nichts mehr gefilmt. Wir sind einfach nur ins Bett und haben durchgepennt. Bin aufgestanden, habe meinen Vlog geschnitten. Ja, und jetzt fahren wir auch zum nächsten Hotel. Es geht weiter Richtung Westen von Java. Wir wollen nämlich auch noch zu einem anderen Vulkan. Ja, und heute wird, glaube ich, nicht so viel passieren. Wir fahren einfach nur vom einen ins nächste Hotel. Und ich hoffe, da hat es gutes WLAN. Vielleicht gehen wir noch was essen. Das ist, wo wir jetzt hinfahren. 156 Kilometer und es sagt, wir brauchen 3,5 Stunden. Stellt euch das mal vor, ist mega kacke. Die Straße ist bestimmt extrem schlecht. Wir haben gerade eine kleine Pause gemacht, weil es regnet schon wieder. Und ja, das Fahren auf der Straße macht echt überhaupt gar keinen Spaß. Es ist sogar echt relativ angsteinflößend gewesen bis jetzt. Das erste Mal in Indonesien, dass ich Schiss hatte während dem Fahren. Die LKWs, die fahren hier wie Riesenarschlöcher. Das ist echt nicht mehr normal. Ja, und jetzt ziehe ich mir meine Regenjacke an und dann geht's auch weiter. Wir fahren jetzt schon seit 2 Stunden durch den Regen. Ist richtig scheiße. Und wir versuchen schon die ganze Zeit bei jedem ATM, bei dem wir anhalten, Geld abzuheben. Aber die haben hier immer ein Limit von 1.250.000 Rupie. Und das ist fast gar nichts. Das ist voller Schwachsinn. Wir haben endlich ein ATM gefunden, an dem man mehr wie 1 Million abheben kann. Habt ihr das Schild gerade gesehen? Also sowas Krasses ist mir in meinem Leben noch nie passiert. Wir dürfen hier nicht übernachten, weil wir nicht verheiratet sind. Und dann habe ich gerade zu ihr gesagt, ja, wir sind gar kein Pärchen. Sie so, ja, nee, geht nicht. Freunde dürfen hier auch nicht zusammenschlafen. Wir hätten jetzt 2 Zimmer buchen sollen. Und das ist hier schweineteuer. Das kostet 250.000 die Nacht. Und wir sagen beide, nee, auf gar keinen Fall. Und schaut euch mal das Wetter an. Es donnert und gewittert und jetzt müssen wir irgendwo anders hinfahren. Ich habe keine Ahnung, wohin. Wir haben kein Internet. Es ist richtig scheiße. Wir sitzen jetzt hier und versuchen gerade ein anderes Hotel zu finden. Jetzt habe ich gerade mal spontan bei YouTube reingeschaut und gesehen, dass der Ton von meinem Video gesponnen hat. Das war nicht mein Fehler, da hat YouTube irgendwas falsch gemacht beim Rendern. Keine Ahnung. Ihr seht das im Video da drauf, dass ich das in 2 verschiedenen Orten hochgeladen habe. Das liegt wahrscheinlich daran. Jetzt lade ich das gerade nochmal hier hoch. Weil die haben ja echt extrem schnelles Internet. Ja, und wir suchen jetzt ein anderes Hotel. Ist mega kacke, unsere Situation gerade. Ja, Leute, jetzt haben wir ein Problem. Hier, wo wir jetzt gerade sind, ist es so untouristisch. Hier gibt es absolut keine Hotels. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Das ist ein richtig, keine Ahnung. Ich schaue jetzt mal bei Airbnb rein. Uns hat gerade ein Local erzählt, dass es hier in der Stadt irgendwo noch ein anderes Hotel gibt. Das suchen wir jetzt und versuchen da mal unser Glück. Wir haben es geschafft. Wir haben ein anderes Zimmer bekommen in dem anderen Hotel. Und ihr wollt nicht wissen, wie die reagiert haben, als wir gesagt haben, dass wir nur ein Zimmer haben wollen. So krass, die so, wirklich? Nur ein Zimmer? Seid ihr euch sicher? Ganz krass hier. Java ist extrem muslimisch. Und ja, hier ist das einfach komplett anders im Vergleich zu Bali. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich finde die Sache mega, keine Ahnung, mega strange. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und wir haben jetzt auch 2 extra Betten voneinander getrennt und so. Ist echt, keine Ahnung, was die hier treiben. Auf jeden Fall hat hier natürlich Internet auch in dem Hotel. Aber es funktioniert nicht. Deswegen habe ich mich gerade auf dem Router eingeloggt, was normalerweise nie funktioniert. Aber hier hat es funktioniert. Jetzt versuche ich mal hier das WLAN wieder zu fixen. Vielleicht kriege ich das hin, das wäre echt mega lässig. Weil dann kann ich nämlich heute endlich mal die letzten 3 Vlogs hochladen. I am not fucking sleeping in this room. Where did it go? Oh my god, look! Ah. Ew, it's so gross! There's a cockroach in my bed, I'm not sleeping here. Nassim ist gerade mega ausgerastet, weil wir eine Kakerlake im Zimmer hatten. Und ja, jetzt musste ich die gerade killen und raustun. Sonst hätte die hier in dem Zimmer nicht geschlafen. Ich zeige euch mal noch kurz ein bisschen unser Zimmer. Schaut mal, das kostet jetzt 200.000 die Nacht.
Das Lustige an dem Klo ist, man kommt mit seinen Füßen nicht auf den Boden, während man da drauf sitzt. Also man schwebt so ein bisschen in der Luft. 200.000, seht ihr unten, wie viel das ist. Ja, und ich habe jetzt gerade ewig lang alle Vlogs hochgeladen und das andere Video musste ich noch zweimal hochladen, weil der Ton immer rumgespackt hat. Ich habe keine Ahnung, was da los war und es hat mich auch mega aufgeregt. Ich habe gerade jetzt im Moment schon wieder eine Spende bekommen von FINZ Closing, schon zum zweiten Mal von dir. Mega geil, 20 Euro. Ist echt, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Du hast das hier geschrieben, vielen Dank dir. Und ich zeige euch noch mal was Lustiges hier in dem Bad, wenn man hier den Wasserhahn anmacht. Kommt das Wasser hier unten direkt wieder raus. Kein Sinn. Was ich auch noch erzählen wollte, Java ist zum Rollerfahren echt nicht schön. Heute gab es zweimal eine Situation, da musste ich einem LKW ausweichen. Ich musste sogar von der Straße runter ins Grüne, weil das ist denen scheißegal, ob da ein Roller entgegenkommt. Wenn da nur Roller sind, die ziehen einfach raus und überholen. Ist ganz egal, ob du auf der anderen Spur bist. Wenn es kein Auto ist, ist es denen egal. Wenn es ein Roller ist, alles klar, ich kann überholen. Und dann musste ich zweimal ins Grüne raus. Es war echt mega angsteinflößend. Ja, und morgen geht's auch schon zum nächsten Vulkan, zum Mount Bromo. Das wird, glaube ich, auch richtig cool. Und es ist wieder eine extrem lange Strecke. Und den Vlog von heute muss ich auch noch schneiden. Und wir haben schon 1 Uhr. Ich glaube, das mache ich morgen früh, bevor wir losfahren. Ja, und das war dann auch das Video für heute. War diesmal ja nicht so spannend, aber man sieht sich dann morgen wieder. Und vielen Dank, Leute, fürs Einschalten. Und sorry nochmal wegen dem einen Video, dass das irgendwie die ganze Zeit Probleme gemacht hat. Das kotzt mich selber auch richtig an, aber jetzt funktioniert's ja. Ja, und gib mir einen Daumen nach oben und bis morgen.